Panorama ist nicht nur eines der erfolgreichsten Politmagazine im deutschen Fernsehen, sondern auch das älteste. Seit 50 Jahren berichtet es regelmäßig über soziale Missstände, politische Fehltritte und Skandale. Es deckt auf, was andere lieber vertuschen oder verschweigen wollen. Bei der Regierung ebenso wie bei der Opposition, bei Gewerkschaften ebenso wie bei Arbeitgebern. Anja Reschke, seit 10 Jahren Moderatorin des traditionsreichen Magazins, berichtet von 50 Jahren engagierten Fernsehjournalismus, der nicht nur die deutsche Fernsehlandschaft, sondern auch die Gesellschaft prägte. Das Buch verdeutlicht die Bedeutung von Panorama für Politiker, Gegner und Zuschauer. Interviews mit Politikern wie Olaf Scholz und Günter Beckstein zeigen, wie wichtig das Magazin für unsere Demokratie geworden ist. Das Buch dokumentiert einen unverzichtbaren Teil des politischen Fernsehens in Deutschland, Krawallfernsehen mit Anspruch. Ich finde, ein grandioses Buch über die Sendung, die politische Skandale aufdeckt, Betrüger in allen Gesellschaftsschichten entlarvt und geheime Machenschaften ans Licht bricht. Es sollte mehr von diesen Sendungen geben. Denn mit Soaps und Talkshows würden wir ja völlig verblöden. Die Unbequemen, wie Panorama die Republik verändert hat, von Anja Reschke, erschien im Redline Verlag.